Ja, gut. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter noch. Ich gehe mal davon aus, bevor die Pokémon-Liga kommt, passiert ja noch was. Weil ich hier irgendwo noch durch musste. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast so viel für Lilly getan, auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in einem Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Dafür bringe ich aber auch den Z-Ring zum Einsatz, den mir dieser Alte gegeben hat. Du wirst staunen, wie stark ich bin, wenn ich mich richtig zusammennehme. Wow. Wow! Ich werde nicht mal gefragt. Es wird einfach gekämpft. Scheiße. Okay. Er hat 4 Pokémon. Und ich habe jetzt 6 Pokémon. Yeah. Scheiße. Findenara ist genau die falsche Wahl. Mit seinen Giftattacken kann er mir böse Sachen. Ich meine, ich kann zwar Psychoschock, aber das war ja zu erwarten. Zumindest darf ich da auch noch einen Angriff raushauen. Okay, Filenara ist tot. Ich habe überlegt, kann Filenara nicht... kann es keine Psychokinese lernen? Wieso, weil Psychokinese ist ja die stärkere Attacke. Fällt mir gerade nur mal so nebenbei auf. Okay, Zewaru wäre keine gute Idee. Wäre denn eine gute Idee? Aerodactyl wäre gut. So, dann können wir es ja einfach mit Felsgrab zerstören, hoffentlich. Das haut nicht so sehr rein gegen ihn. Ah, vergiftet natürlich, du Arsch. Komm. Dafür muss jetzt aber auch sterben. Scheiße, er hat überlebt. Okay. Ich hoffe, er setzt keine Items ein zum Heilen. Das wäre echt gut. Er hat es zurückgerufen. Wow. Wow, du hast ein Lucario. Warum darfst du ein Lucario haben? Das ist eins der coolsten Pokémon. Ja, gut. Habe ich keine guten Karten gegen. Wobei, wenn ich noch zu einem Angriff kommen würde, könnte ich Flammenwurf machen. Das wäre sehr effektiv. Oh, ich darf. Sehr schön. So. Ich weiß zwar nicht warum, aber Lucario ist... Ach, der macht seine Superattacke. Gut, verschwende sie an ihm. Ist vollkommen okay. Der war eh schon dem Untergang geweiht, Aerodactyl. Ja, ich weiß nicht warum, aber Lucario ist ein Kampf- und Stahl-Pokémon. Ich weiß nicht warum Stahl, aber es ist Stahl. Deswegen Feuer auch gut gegen ihn ist. Okay, damit hast du mich voll zerstört. Mit Volltreffer sehr effektiv. Volles Programm. Von mir aus. Arcani oder... Doch, ich setze lieber Arcani mal an. So, da reicht auch normaler Flammenwurf sich aus, ohne Z-Kraft. Yes. So. Kommt Armigento. Ja, da weiß ich leider nicht, was das ist. Vielleicht weiß Zewaru das ja. Und. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das gar nicht identifizieren. Ich mache einfach mal Toxin. Wenn ich überhaupt dazu komme. Wert ab. Jo, ging daneben. Das kann wohl auch passieren. Okay, töte mich. Ich verdiene es. Hm. Jetzt habe ich noch 3 Pokémon. Also wenn es Knirsche eingesetzt hat, vielleicht ist es ja ein Unlicht-Pokémon. Ich werde mal versuchen... Ja, komm, Z-Kraft. Vielleicht ist... Wow, was machst du denn jetzt? Okay. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Attacke war, aber war ja noch überschaubar. Ich hoffe, es ist ein Unlicht-Pokémon, meine Attacke ist dann sehr effektiv. Ich weiß es halt nicht. Kann ja sein. Yeah, komm. Mach's fertig. Ah, neutral. Ist nur neutral.
Aber gut, ich werde jetzt einfach versuchen, mal ein bisschen... hast du schon wieder zurückgerufen, okay. Jetzt kommt wieder X-Bird. Reicht das? Es ist nicht sehr effektiv, die Attacke, aber wird das noch reichen? Ja. Okay, das war ein dummer Move von dir, kann man nicht anders sagen. Jetzt setzt er ihn wieder ein. Ich darf jetzt auch wechseln. Sogar Leo, ich werde hier, seid gespannt, dass ich es mal einsetze, aber ich will mir das wirklich aufheben. Ich setze jetzt mal Arcani ein. Vielleicht ist ja Flammenwurf erfolgreicher. Gegen das Viech. Vielleicht ist es ja auch... Na, kann nicht sein. Stahl? Glaube ich nicht. Autsch, okay. Feuer? Nicht sehr effektiv, verdammt. Da habe ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Feuer ist nicht sehr effektiv. Ist selber ein Feuer-Pokémon? Ich werde jetzt einfach so lange noch kämpfen, wie ich kann. Und ich werde vernichtet. Okay. Hariyama macht hoffentlich den Rest. Ich hoffe, ich krieg's diese Runde noch besiegt. Ja, Multi-Angriff. Warum Multi? Es war ein Angriff. Also es ist ein Angriff, kein Multi-Angriff. Und yes. Okay, es ist besiegt. Er hat noch ein Pokémon übrig. Ich habe Hariyama und meine Keimwaffe noch. Bis kaum erwarten kannst du die Bunna. Die Bunna. Ich sag mal so, es kann mich direkt töten vielleicht. Wenn es mich nicht tötet, one-hitte ich es. Bin ich mir ziemlich sicher. Nachtieb. Oh komm, überlebe, das wäre echt cool. Schade, wirklich. Es war nicht mal sehr effektiv. Ich hätte es ge-one-hittet. Okay, du hast es ja so gewollt. Boah, was für muskulöse Beine das Viech hat. Was war das denn? Nachthieb. Wow. Das hat viel Schaden gemacht, verdammt. Wow. Wow, was ist denn das für eine Animation für eine ganz normale Attacke? Okay, gut. Wunderbar. Damit wäre das erledigt. Er hat es auseinandergenommen. Ah. Boah, 16.000. Also fast 17.000. Ja, nicht schlecht. Geld kann ich immer gut gebrauchen, weil ich war ja schon ziemlich pleite vorher. Du hast gute Pokémon. Ich kann mir jetzt ein Bild davon machen, was für ein Trainer du bist und was du für eine lange Reise hinter dir hast. Lily kümmert sich zurzeit um unsere Mutter, musst du wissen, und sie hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Du bist der beste Pokémon-Trainer auf der ganzen Welt, Marco. Das waren ihre Worte. Okay. Hier, nimm das, um mir Lily für dich gegeben. Wow. Er darf es nicht mal selber haben. Ich krieg's. Tali trainiert wohl auch fleißig. Ich muss mich wirklich anstrengen, wenn ich mit euch mithalten will. Ihr seid zwar nicht gerade Freunde, aber Gegner sind wir auch nicht mehr. Man sieht sich und immer schön weiter gewinnt. Ich dachte, er wollte mich noch anrempeln oder so. Das sah jetzt gerade so aus. Ja, jetzt kann ich da hochgehen. Aber ich muss erstmal in ein Pokémon-Center. Weil ich mir böse wehgetan habe. Zum Glück ist direkt hier einer. Sehr schön. Boah, Pokémon-Liga. Ja, langsam. Ich will nicht sagen, kommen wir zu einem Ende, weil erstmal muss ja noch wahrscheinlich so eine Art Siegestraße kommen. Oder sowas in der Art halt. Und dann vielleicht Pokémon-Liga und danach geht das Spiel ja auch noch irgendwie weiter. Das ist ja immer so. Und jetzt sind die echt durcheinander vom Level. Du da, du da. Ich weiß nicht, du kommst nach da. So, wunderbar. Müssen noch alle gut trainiert werden. Ich kaufe mir mal ein paar Items, wenn ich schon mal hier bin. Nur durch Items habe ich ja den Kampf gegen die böse Mutter da geschafft. Ich brauche Hypertränke, auf jeden Fall Hypertränke.
So, und dann, zack, ist das ganze Geld auch schon wieder weg. Durch für 10 Hypertränke. Ich weiß ja noch, zur Not habe ich ja noch Items, die man verkaufen kann. So Funkelsteine oder keine Ahnung, wie die heißen. Irgendwelche Items, die einfach nur zum Verkaufen da sind. Nuggets und so. Also das werde ich auch noch im Hinterkopf behalten, aber das werde ich dann erst einsetzen, wenn ich es auch brauche. So, gehen wir rauf. Okay. Hier war ich noch nicht vorher, oder? Fluchtseil. Da leuchtet was. Zugadewürfel. Kommt hier eine Höhle? Eine ganze Höhle noch? Schauen wir mal rein. Eigentlich wollte ich ja... Ich will nur mal gucken. Gibt's auch wilde Pokémon? Kolbert, was denn auch sonst? Verdammt. Ach, scheiße, was denn auch sonst? Als Golbert. Level 48. Oh Mann, das ist ein Monster geworden. Das sind richtige Biester, nicht so wie ich. Gehen wir lang. Da ist ein... Ah, ja, das will ich haben. Eisstrahl. Oh, das ist gut. Eisstrahl ist ein super TM. Direkt gucken, wer das lernen kann. Keiner. Ha, scheiße. Okay. Aber ja, ich wollte ja noch gucken, stimmt, ob ich hier... Wo war das? Psychokinese? Ach nee, tatsächlich. Felinare kann Psychokinese nicht lernen. Es hat ja Psychostoß, oder wie hieß die Attacke? Psychoschock, genau. Was minimal, ja, um 10 Stärke schwächer ist. Aber es kann aus irgendeinem Grund keine Psychokinese lernen. Ja, gut. Ja, gut. Lass mich gehen, du Drecksack. Boah Gott, welchen Weg nehmen wir jetzt? Ich nehme einfach mal den schmalen Weg, in der Hoffnung, dass Items sind. Der Fels ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du mich festfrieren willst. Wow. Okay, das sind jetzt echt viele Wege, ne? Das sind jetzt echt viele Wege. Das sind jetzt 3 Wege, die mir offen stehen. Und ich keine Ahnung, ob welcher mir die meisten Items bringt. So. Okay, soweit so gut. Das bringt mich wieder raus aus der Höhle. Aber ich will die optionalen Wege zuerst gehen. Das sieht aber nicht sehr optional hier hinten aus. Ne, ich gehe nochmal zurück. Ich mache mal auf Folgendes. Guck mal, ich wende jetzt mal einen coolen Trick an. Ich setze... Boah, wo ist denn das jetzt hier? Hilfe! Ich wollte doch nur Schutz. Ich habe noch 3 Schutz übrig. Einsetzen. Und da es jetzt kann, ihn hier an erste Stelle setzen. So lange. Und dann kommen auch keine wilden Pokémon. So lange. Keine Golbats, während ich in der Höhle unterwegs bin. So, und dann gucke ich mal, was hier noch ist. So. Seht ihr, Items. Top Genesung. Sehr gutes Item. Sehr preishoch. Und wo bin ich denn jetzt hier? Noch einen Schutz einsetzen. Nimmst du den Z-Kristall? Okay, Glasium Z. Ohne Prüfung, ohne nix. Das ist echt eine komische Sache. Manchmal ist das so eine Riesenanimation, ein Riesenspektakel drum, was da gerade abgeht. Und manchmal ist das so, ja, du hast es gefunden. Viel Spaß. Und das war's. Das ist komisch. Naja.
Wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir beenden mal den Part hier. Beim nächsten Mal erklimmen wir diesen Berg hier weiter. Schutz wird nicht mehr. Ne, ich brauche jetzt auch keins mehr. Erstmal. Bevor ich es vergesse, vielleicht auch Pokémon noch tauschen. Den kann ich dann wieder darunter tun. Ja, und beim nächsten Mal sind wir hier auf dem Berg unterwegs. Klettern hoch Richtung Pokémon-Liga. Es wird sehr interessant. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns.